Jugendwörth ist ein Sammelbecken von unterschiedlichen jugendkulturellen Initiativen. Also auf der einen Seite ein NIM-Projekt, auf der anderen Seite der Versuch, schulische Theaterprojekte zu bündeln. Es gibt 9 Stationen, die musikalisch oder theatral gestaltet werden. Und es gibt erst einen kleinen Auftakt-Flashmob. Und dann gibt es unterschiedliche Stationen in der Innenstadt, die bespielt werden von unterschiedlichen Gruppen, also musikalisch oder theatral. Das ist eben die Abschlussperformance, wo Jugendliche aus unterschiedlichen Schultheatergruppen gemischt worden sind, in neuen Gruppen Theaterszenen entwickelt haben, die zusammengestellt werden. Ja, im Musikbereich jetzt 3 Gruppen schon länger gearbeitet haben und heute auch mal ausprobieren, was heißt es, Musik im öffentlichen Raum zu machen. Und also auf der einen Seite haben wir jetzt eben im Rahmen dieser Woche geguckt, was bewegt Jugendliche eigentlich, was sind deren Themen und wie können die ein Forum bekommen. In Theaterstücken, in Musikgeschichten, in anderen Geschichten ihre Themen, die sie beschäftigen, öffentlich darstellen können. Geh ich jetzt mal auf Facebook, ne? Auf der anderen Seite ist heute natürlich genau dieser Punkt zu sagen, wie geht man mit diesen Themen wieder in die Innenstadt, ne, und wie zeigt man, dass da Jugendliche da sind, die was bewirken wollen und diese Stadt mitprägen und ein bisschen aufmischen wollen. Das hat für Jugendliche auch, glaube ich, so immer, also allein schon dieses auf der Straße spielen hat was Subversives, zu sagen, ich nehme den öffentlichen Raum zurück und äußere mich da einfach ästhetisch, politisch. Können Sie bitte einmal ganz kurz die Beine halten, wie so schwer, bitte. Danke, hochhalten. Bei der Improvisation ist es ja so, dass man mit freien Assoziationen arbeitet und dieser Bilderrahmen, der hat sich so in die Improvisation eingeschlichen, hebt sie ab von den Passanten, die drumherum laufen, also ist es schon mal ein Aufmerksamkeitspunkt, wenn 6 Leute in einem Bilderrahmen zu sehen sind. Was ganz erstaunlich war, ist, dass die Leute darauf eingestiegen sind, ne? Dass sie mitgespielt haben. Heute. Anlässlich des Internationalen Tag des Wassers, ja. Ja, nur für Sie, diese wunderbare Flasche, sprudelndes, reines, klares Mineralwasser. Er hat die Wasserflasche aufgemacht und hat von dem Wasser getrunken und hat natürlich so die Spielenden in eine Situation gebracht, wo sie reagieren mussten, ne? Wo sie sich nicht mehr darauf verlassen konnten, okay, wir sagen jetzt, wo es lang geht, sondern derjenige, den sie mit ins Spiel eingebunden hat, der hat plötzlich so eine Vorgabe gemacht, ne? Und darauf haben sie ganz klasse reagiert. So wunderschön! Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! Die Reaktion der Leute zu sehen und wie die Gruppe darauf reagiert. Ich glaube, es hat sich sehr gut ergänzt. Liebe! Im Endeffekt ist es wahnsinnig zu sehen, wie viel Potenzial in den jungen Leuten halt steckt. Und wenn man die einfach so auf die Straße lässt, dann, ich glaube, da ja, kann sich keiner so dem entziehen, was da gerade passiert. 1, 2, 3, die Schule brennt! In unserem Fall ist es so, dass ich mit einem Darstellen-Gestalten-Kurs hier bin, Jahrgang 6. Und die Schüler teilen sich auf einmal in eine Gruppe, die eine Bewegungsgestaltung macht und eine andere Gruppe, die das Ganze musikalisch quasi untermalt. Und diese beiden Gruppen reagieren aufeinander, also interagieren auch miteinander. Das heißt, die musikalische Gestaltung wird von den anderen umgesetzt in Bewegung. Das Ganze ist teilimprovisiert. Das heißt, die einzelnen Teile liegen schon fest, aber jeder hat die Möglichkeit, in diesem Teil dann halt individuell zu gestalten, nach gewissen Absprachen. Die Schüler sind ganz aufgeregt, weil das für sie natürlich auch eine ganz ungewohnte Situation ist, außerhalb von Schule in der Öffentlichkeit, aber die freuen sich eigentlich riesig darüber, dass sie das machen können. Wir haben zwar schon gewusst, dass es einfach auf der Straße vorgeführt wird, aber wir haben uns jetzt nicht direkt vorstellen können, wie es dann aussieht, wenn das wirklich vor Ort ist. Und war schon cool eigentlich, weil es waren ja auch wirklich Passanten da und dachten dann, was ist denn hier los, und sind trotzdem stehen geblieben und sich das angeguckt. War schön.
die ganze Performance, das Umfeld, vor allem auch der Austausch mit anderen Leuten. Wir wurden ja alle untereinander gemischt. Ich fand, ja, da konnte man sich als Schauspieler ein bisschen mehr ausleben als normalerweise. Fand ich klasse. Farbe! Wollen jetzt das Publikum mit animieren? Ja! Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Resonanz vom Publikum auch so groß ist. Also, dass so viele mitmachen und auch zugucken und stehen bleiben. Fand ich gut. Wollen wir aufstehen? Ja! Ja! Wollen wir herumhüpfen? Ja! Wollen wir mittanzen? Ja! Ja! Wollen wir denn aufhören? Ja! Ja! Always look on the bright side of life.